Bei mir ist Matthias Nölke, er ist Kreisvorsitzender der FDP in Kassel und Mitinitiator der Mitgliederbefragung im Dezember. Da ging es um die Frage, soll die FDP in der Ampel bleiben oder rausgehen? Das Votum war bleiben. Wie blicken Sie heute auf diese Befragung? Naja, ich halte sie nach wie vor für richtig und ich glaube, dass wir heute über Themen wie Wirtschaftswende, 12-Punkte-Plan diskutieren, hat auch viel damit zu tun, weil selbst die Ampelbefürworter haben ja erkannt, es kann so nicht weitergehen, dass die FDP ständig rot-grüner Politik zur Mehrheit verhilft, ihre Wähler enttäuscht und sich selbst abschafft. Wir haben das gesehen beim Votum, das war ja sehr knapp, ungefähr 48-52%. Wie ist Ihr Eindruck hier vom Parteitag? Ist die Partei geeint oder doch eher zerstritten? Naja, bei so einem Parteitag, hier ist ja nicht wirklich die Basis vertreten. Hier sind ja schon sehr viele Funktionäre, also Abgeordnete, deren Mitarbeiter. Und deswegen ist die Stimmung und die Wahrnehmung in so einem Parteitag schon immer ein bisschen anders als außen, weil ich kriege halt selber mit im eigenen Kreisverband oder in anderen Kreisverbänden, dass nach wie vor die Stimmung nicht besonders optimistisch ist und auch die Motivation zum Beispiel bei der anstehenden Europawahl doch eher auch bescheiden ist, leider. Haben Sie das Gefühl, dass das gar nicht durchdringt bis zur Spitze, dass da die Stimmung nicht gut ist? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, man hat es halt schon realisiert, aber man ist auch noch nicht ganz einig, wie man jetzt weiter damit umgehen will. Also weil alles, was hier jetzt gesagt wurde, das sind ja schöne Reden. Nur durch Reden wird es nicht besser. Die Frage ist, folgen jetzt auch Taten? Und alles, was hier gesagt wurde mit Wirtschaftswende, 12-Punkte-Plan, das ist ja alles inhaltlich richtig, ist aber auch nicht vom Himmel gefallen. Das weiß man ja seit mehreren Jahren, dass wir im Abschwung sind und dass es der Wirtschaft schlecht geht. Das hätte man ja alles schon in den Koalitionsvertrag reinverhandeln können oder auch müssen. Ja. Und deswegen ist die spannende Frage, können wir davon jetzt auch was umsetzen? Und ich halte das eher für sehr unwahrscheinlich, also dass mit Rot-Grün da irgendwas geht. Und dann ist halt die spannende Frage, wie geht's weiter? Also ziehen wir die Konsequenzen? Wird es ein Scheidungspapier, was man eingereicht hat und was man dann auch umsetzt, wenn wir eben halt die Punkte nicht bekommen mehr? Also machen Sie sich Sorgen, dass die Umfragewerte und am Ende auch die Wahlergebnisse der FDP noch weiter absinken könnten, wenn man in der Ampel bleibt und sich eben nicht mit den Punkten durchsetzt, die man jetzt beschlossen hat? Also das auf jeden Fall, das wäre eigentlich der Worst Case, wenn wir jetzt das alles beschließen, können davon nichts umsetzen und bleiben trotzdem in der Ampel. Also dann wäre unsere Glaubwürdigkeit endgültig verloren. Und es sind ja jetzt auch nur noch 2 Sitzungswochen im Bundestag bis zur Europawahl. Da ist halt auch die spannende Frage, was kann man überhaupt von den Punkten in der Zeit bis dahin umsetzen und ob es sich doch eher nur dem Wahlkampf geschuldet ist, ein Wahlkampfmanöver. Und deswegen wird halt die spannende Frage auch nach der Europawahl eigentlich die Haushaltsberatung, die dann anstehen, wie die verlaufen werden, ja. Spitzenkandidatin ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Wir haben uns hier umgehört. Sie ist bei einigen sehr beliebt, bei anderen ein bisschen umstritten. Wie erleben Sie das an der Basis? Wie kommt sie an? Da ist das eigentlich genauso. Das ist halbe-halbe. Also ich glaube, es gibt da nur 2 Meinungen. Entweder man findet sie toll oder man findet sie nicht gut. Und das spiegelt auch das an der Basis wider. Und die spannende Frage wird, ob es sie dann eben bei der Wahl die anderen Wähler also überzeugen kann, die ja nicht in der FDP sind. Und darauf kommt es ja dann am Ende an, ja. Sie haben gesagt, es ist jetzt sehr wichtig auch für die Wähler oder potenziellen Wähler und Wählerinnen der FDP, ob man das umsetzen kann. Wenn Sie das Gefühl haben, dieses Papier, die Wirtschaftswende, was jetzt hier beschlossen wurde, es wird nicht umgesetzt, würden Sie nochmal eine zweite Mitgliederbefragung starten? Also darüber würde ich mir Gedanken machen, wenn es dann soweit ist. Und jetzt schaue ich erstmal gespannt, was passiert und was davon umgesetzt wird, ob es umgesetzt wird. Und dann würden wir weitersehen, ja. Vielen Dank für das Gespräch, Matthias Nölke vom Kreisverband Kassel.